Jetzt mit aus, aus, mit aus. Nein, nein. Ich stehe immer gerne. Jetzt bin ich mittlerweile schön als Zuschauer da, ne? Nein. Läuft schon. Ja, läuft schon, danke schön. Ne? Also, wie ist dein Spielkommentar jetzt hier? Sagen wir mal so, schlechte Abwehr. Okay. Schlechter Angriff eigentlich, ne? Chancenauswertung war nicht ganz so gut. Hatten arge Probleme eigentlich, den Ball auch frei zum Tor zu bekommen. Ja, und in der Abwehr hinten war Kreisläufer zu oft alleine und die Außen hatten einfach zu viele Chancen. Ja. Und wenn man dann nicht 100% abruft in so einem Spiel, kann man nicht gewinnen. Ne? Und man durfte die auch nicht unterschätzen, selbst wenn sie im Tabellenkeller stehen. Die haben auch gegen das obere Drittel eigentlich gespielt und da immerhin haben sie letztes Jahr, glaube ich, Platz 5 oder 6 belegt und deswegen sollte man sie nicht überschätzen. Aber unsere Mädels, sage ich mal, sind im Soll, das kann ich so sagen, als Zuschauer und Vater und deswegen bin ich eigentlich zufrieden. Marc, jetzt haben wir schon ein Fazit hier gehört. Bleib ruhig hier, bleib ruhig hier. Jetzt sag mal, wie ordnest du das Spiel ein? Ja, also sag mal, das Spiel letzte Woche in Stroma, wo wir wirklich hoch verloren haben, war jetzt in dem Fall kein Faktor mehr. Wir sind gut ins Spiel reingekommen. Der Angriffsmotor lief in meinen Augen. Wie der Ron schon sagt, einige Freie verworfen, aber Knackpunkt war die nicht funktionierende Abwehr auf jeden Fall. Die Zuordnung stimmte nicht bei Übergängen, das haben sie gut gemacht. Kreisläufer war viel zu oft frei. Ja, Elke hatte leider jetzt keinen bombigen Tag, aber damit musste man auch mal rechnen. Ich denke, da würden auch mal die Fehler aufgezeigt, die man in der Abwehr leider auch noch macht. Die Aggressivität hat ein bisschen zu wünschen übrig gelassen, Übersicht vielleicht. Und man muss einfach sagen, Lang gehört für mich schon in die obere Tabellenhälfte. Aus irgendeinem Grund ist heute leider der Knoten bei denen geplatzt. Ich habe gehofft, wir können das noch eine Woche verschieben. Ja, ich sag mal, 29 Tore im Angriff kann man voll mit leben. Aber 35 Tore jetzt in der Abrechnung war zu viel. Wo haben wir das Spiel verloren? Ich denke, in der Phase letzten 7 Minuten der ersten Hälfte. Ich meine, da sind wir auf 13, 15 ran. Werfen nur noch eins und kassieren 6. Ja, das ist schon mal der erste Knackpunkt. Kassierst noch 2 TGs kurz vor Schluss. Da geht es natürlich geknickt in die Halbzeit, aber da haben sie mir jetzt eigentlich gut dagegen gehalten. Kommen schnell auf 2-3 Tore ran. Genau. Kostet aber auch Kraft, ne? Das muss man auch mal sehen. Da kommen dann hinten raus wieder so ein bisschen den Faden in der Abwehr verloren. Individuellen Fehler vorne. Ja, da hinten raus versucht man natürlich noch was mit offensiver Deckungsvariante. Haben auch Ballgewinne, können aber leider zu wenig draus machen. Nichtsdestotrotz, wir haben jetzt 9-7 Punkte, haben jetzt noch 2 Spiele vor Weihnachten. Davon wollen wir noch mindestens 1 gewinnen, wenn nicht sogar 2, das ist möglich. Und dann, denke ich, können wir in Ruhe Weihnachten feiern. Das denke ich auch. Und du hast es schon gesagt, ihr seid absolut im Soll. Ihr beide bringt es auf den Punkt. Ich glaube, der neutrale Zuschauer muss auch eine Anerkennung an Lang machen, die einfach auch einen schönen Ball dann teilweise gespielt haben. Und das ist ja auch mal aller Ehren wert zu sagen, Mensch, die waren dann heute in dem Moment leider einen Tick besser. Auch wenn es hätte anders laufen können, war das, glaube ich, ein Spiel, wo man sagen, jawohl, die haben heute verdient gewonnen. Aber die 2 Spiele stehen noch an. Wen habt ihr vor der Brust? Ja, wir fahren jetzt nächste Woche noch über Ruhr. Ja, auch kein zu unterschätzender Gegner auf jeden Fall, auch wenn die im Tabellenkeller stehen, die spielen auch um den Abstieg, aber da sehe ich auch unsere Chancen, wenn wir wieder in der Abwehr unsere Struktur finden und auch im Angriff, und zum Schluss haben wir dann nochmal Dünnwald zu Hause, quasi in der Woche vor Weihnachten. Ja. Hier ist mir ein Fehler unterlaufen. Wir haben also bei den Ladies und den Zweiten noch ein Spiel am 15.12. Von daher, war jetzt heute nicht das letzte Heimspiel. Am 15.12. kommt vorbei und die Ladies werden sich ganz sicher auch wieder kämpferisch zeigen. Und dann schauen, vielleicht kriegen wir noch was gewuppt in diesem Jahr. Danke, dass ihr kurz nach dem Spiel Zeit hattet. Ich denke, also die Mädchen machen das toll, ihr macht das toll. Es läuft nicht immer gerade aus. Ihr seid Aufsteiger mit einem Team, was knapp über 20 im Schnitt ist. Das sollten wir immer wieder mal in den Vordergrund stellen. Und dass die Spielerinnen lernen da. Also von daher Kopf hoch und danke fürs Gespräch, Männers. Toi, toi, toi. Bis dann. Danke. Super. Wir trinken Bierchen. Super, Männer.